Proplay LP. So, Hallihallo. Wir sind jetzt bei einer weiteren Mission, bei einer weiteren Schmugglermission mit dem Flugzeug oder mit dem Buggy. Wir steigen in das Flugzeug ein und werden wieder Fracht abwerfen. Mal schauen, wo wir diesmal hin müssen. Trevor Phillips reporting for duty. Good. Listen, man, we got some heat. Cops, feds, I ain't sure, but they got radar set up. Scanners. They know there's an operation going down here. So you're saying we lie low for a while? No, just fly low. Business don't stop. Buyers are waiting. If you stay close to the ground, you won't pop up on their radar. So, dann fliegen wir mal zu den Abwurfstellen. Werfen die Fracht ab und kommen wieder zurück zum Flughafen. Mal sehen, wie lange ich brauchen werde, ob ich es gleich hinbekomme. Ich hoffe nur, ich werde nicht abstürzen. Ja, das will ich natürlich nicht. Ah, verdammt! Flugzeug wurde vom Radar erfasst. Na toll. Jetzt weiß ich gar nicht recht, was ich nochmal machen sollte. Jetzt muss ich nochmal lesen, was ich da überhaupt nochmal machen sollte, dass ich nicht vom Radar erfasst werde. So, you're saying we lie low for a while. No, just fly low. Business don't stop. Buyers are waiting. If you stay close to the ground, you won't pop up on their radar. Können Sie ruhig nochmal hinschreiben? Können ruhig nochmal hinschreiben, jetzt was ich machen sollte, dass ich nicht vom Radar erfasst werde. Okay. Ich soll unter der Höhenanzeige bleiben, dass ich nicht erfasst werde vom Radar. Also unter der Höhenanzeige bleiben, dann werde ich nicht vom Radar erfasst. Das muss ich jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit hinbekommen. Schauen wir mal. Dabei bin ich noch gar nicht so gut mit Fliegen und unter der Höhenanzeige bleiben. Wird für mich schwer werden, weil ich noch nicht so gut bin hier im Fliegen. Wieso hat die Sicht sich jetzt umgestellt? Verdammt! Jetzt hat die Sicht... Die Kameraperspektive hat sich jetzt auf einmal umgestellt. Jetzt wusste ich gar nicht, wo ich hinfliegen soll. Was ist denn das für ein Müll? Wieso stellt die Kamera sich einfach um? Das darf doch gar nicht sein. Ich muss unbedingt üben, hier mit dem Flugzeug zu fliegen. Verdammt! Ich muss hier unbedingt üben, mit dem Flugzeug zu fliegen. Das gibt's nicht. Trevor Phillips reporting for duty. Good. Listen, man, we got some heat. Cops, feds, I ain't sure, but they got radar set up. Scanners. They know there's an operation going down here. So you're saying we lie low for a while? No, just fly low. Business don't stop. Buyers are waiting. If you stay close to the ground, you won't pop up on their radar. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt hoffe ich, dass sich nicht die Kameraperspektive plötzlich wieder ändert. Weil wie soll ich dann das Flugzeug steuern? Ich sehe ja gar nicht, wo ich hinfliege. Ah, scheiße. Ich bin wirklich ein schlechter Pilot im Moment. Trevor Phillips reporting for duty. Good. Listen, man, we got some heat. Cops, feds, I ain't sure, but they got radar set up. Scanners.
They know there's an operation going down here. So you're saying we lie low for a while? No, just fly low. Business don't stop. Buyers are waiting. If you stay close to the ground, you won't pop up on their radar. Okay, jetzt sind wir stabil in der Luft. Fliegen wir zum Ziel, zur ersten Abwurfstelle. Ich hoffe, dass die Sicht sich jetzt nicht wieder plötzlich umändert. Ich glaube, ich habe die Abwurfstelle verpasst. Ich habe aber eigentlich abgeworfen. Irgendwie ist das Paket nicht angekommen. Versuchen wir es nochmal. Bei der nächsten Abwurfstelle. Ah, ich habe eigentlich das Paket abgeworfen, aber es hat anscheinend nicht getroffen. Scheiß Polizeiradar. Das geht mir mal auf die Ketten. Ich muss die ganze Zeit so flach fliegen. Das ist übelst schwer. Das ist echt wirklich extrem schwer, das Flugzeug zu fliegen, wenn man die ganze Zeit so flach fliegt, weil man jeden Moment auf den Boden aufknallt oder gegen einen Baum fliegt oder gegen einen Berg fliegt. Das ist sau schwer. Ich muss um den kompletten Berg drum rumfliegen, weil ich nicht drüber fliegen kann wegen dem scheiß Radar. Kann ich das Ganze nochmal machen? Trevor Phillips reporting for duty. Good. Listen, man, we got some heat. Cops, feds, I ain't sure, but they got radar set up. Scanners. They know there's an operation going down here. So you're saying we lie low. Jetzt geht's mir so langsam auf den Keks. Ja, es ist sehr schwer. Man kann jeden Moment gegen einen Baum krachen, gegen einen Berg fliegen oder auf den Boden abstürzen, wenn man so niedrig fliegen muss. Die Turbulenzen hier noch, das Flugzeug wackelt hin und her, man muss das immer ausgleichen. Okay, den ersten Abwurfpunkt haben wir endlich geschafft. Wurde auch mal Zeit. Zu welchem fliegen wir jetzt? Ich glaube zu dem hier, der ist am nächsten. Ah, okay. Erstmal wieder unter das Radar kommen. Ich glaube, das können wir ganz einfach abwerfen hier. Das müssten wir leicht schaffen. Okay. Package right on target. That's what I like to hear. Müssen wir nur noch den letzten schaffen. Drop it down, man. You're too high.
Ja, ich bin zu hoch, aber wie soll ich denn zum letzten Abwurfpunkt kommen, wenn ich zu hoch bin? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich zu hoch fliege, wenn ich zu niedrig fliege? Soll ich denn jetzt zum letzten Abwurfpunkt kommen? Hallo? Sagt mir das mal. Ich muss hier um den kompletten Berg rumfliegen. Kann ich direkt hin? Ich muss jetzt mal direkt gucken hier, wo das überhaupt ist. Scheiße! Ach nein! Das kann ich das Ganze nochmal machen. Trevor Phillips reporting for duty. Good. Listen, man, we got some heat. Cops, feds, I ain't sure, but they got radar set up. Scanners. They know there's an operation going down here. Jetzt wissen wir ungefähr, wie es geht. No, just fly low. Business don't stop. Buyers are waiting. Zwei Abwurfstellen haben wir schon geschafft. Dann werden wir auch alle drei schaffen können. Und die ganze Zeit unter den scheiß Radar bleiben, muss ja auch irgendwie gehen. Ich muss ja immer wieder hoch, weil da immer was im Weg ist unten. Es sind Bäume im Weg und es ist immer was im Weg hier und ich muss immer wieder mal wieder hoch. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Verdammt nochmal! And that's a successful draw. Good work. So, wir sind wieder unterm Radar. Muss noch weiter runter. So, abgeworfen. Cargo received. Money in the bank, man. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen leichter zum dritten Abwurfpunkt komme. Ah, da ist er auch schon. Ich sehe ihn endlich mal. Ich sehe endlich den dritten Abwurfpunkt. Okay, da ist er. Jetzt muss ich mal ganz kurz übers Radar. Endlich hab ich's geschafft. Ah. Zurück zum Flugplatz. Hoffentlich kann ich jetzt über dem Radar fliegen, wenn ich zum Flugplatz zurück muss. Und es war auch wieder eine Geburt. Na, weil ich bin nicht der beste Pilot hier. Das Problem ist, dass ich noch nicht so viel geflogen bin in dem Spiel hier. Bin noch nicht so viel geflogen in dem Spiel mit dem Flugzeug. Das ist alles Übungssache. Ich muss einfach mehr Flugzeugmissionen machen und mehr mit Flugzeug rumfliegen. Dann bekomme ich das auch hin. Zumindest haben wir das jetzt endlich geschafft. Wir haben das abgeschlossen. And who are you with? Just so I know who I'm pissing off. I'm independent.
I work with local buyers up here, the cartels down there. I mean, I'm not stupid. I look after the bagos, I pay dues from Madrasso, but I'm freelance, man. Jetzt müssen wir den scheiß Flughafen hier ansteuern. Ah, den verfehle ich. Okay. Nee, da muss ich nochmal. Da muss ich nochmal rum hier. Wenn ich auf den Flughafen komme. Verdammt, schon wieder verfehlt. Nicht so einfach hier für einen Anfänger hier richtig gleich zu landen. Ich muss erstmal hier mehrmals anfliegen und dann werde ich es auch hinbekommen. Ich muss einfach schon wieder verfehlt. Den erwische ich wieder nicht, den Flughafen. Einfach runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Nein! Was war das? Was war das? Trevor Phillips, report. Och nö. Ende der Aufnahme. So, wir probieren es jetzt nochmal. Jetzt muss es endlich klappen. Immer unter dem Radar bleiben. Die Abwurfstelle gleich erreichen. Gleich das Paket an der richtigen Stelle abwerfen. Einfach flott machen. Keinen Fehler machen. Nicht übers Radar kommen. Nicht gegen Baum fliegen. Nicht auf Boden abstürzen oder gegen irgendeinen Masten knallen. Einfach sauber die Mission durchführen. Das werden wir jetzt wohin kriegen. Muss ja gehen. So schwer ist die Mission eigentlich gar nicht. Ja, ich bleib unterm Radar. Ich muss nur ab und zu mal höher fliegen, sonst knall ich ja hier irgendwo davor. Wenn ich zu tief fliege, knall ich auf den Berg drauf. Hab das gesehen. Bein auf den Berg geknallt. Come on, you gotta stay low. Stay off radar, man. Ja, unterm Radar, unterm Radar, unterm Radar. Down, down! You're all over police radar!
drop. That means all the buyers have their deliveries? Nice work. Bring the plane back in. So, zurück zum Flugplatz und jetzt eine saubere Landung ohne Aufknallen auf dem Boden. Dass ich nicht wieder auf dem Boden aufknalle. Und sauber landen. Vorsichtig aufsetzen auf dem Boden. Flugzeug abbremsen und in der Halle fahren. Dann ist das Ganze auch geschafft. What you bought was a share of the business. A business that has taken a long time to set up. I handle the contracts, the logistics, the communications, the authorities, the competition, and so, yeah, you fly the plane. And you track my every move. It's a perfect storm of paranoia and recklessness. How can we go wrong? And about this competition. Who the fuck are they? Who aren't they these days, man? There are runners everywhere. Some local crazy rednecks. And the Mexicans, of course, mainly the Aztecas right now. And the Laba. Marabunta Grande, they got real. Ich muss mich konzentrieren auf die Landung. Ich kann hier jetzt nicht mitlesen. Now everyone wants the same piece. And who are you with? Just so I know who I'm pissing off. I'm independent. I work with local buyers up here, the cartels down there. I mean, I'm not stupid. I look after the bagos, I pay dues from Madrazo, but I'm freelance, man. So, da sehe ich auch schon die Landebahn endlich mal. Jetzt erkenne ich sie endlich mal von Weitem, weil wir es schön dunkel haben. Sind die Lichter an. So, Fahrwerk ausfahren nicht vergessen, sonst knallen wir auf den Boden wieder. Dann vorsichtig landen. Vorsichtig runter. Vorsichtig. Geschafft. So, Flugzeug in den Hangar stellen und dann war's das mit dieser Mission. Endlich haben wir's geschafft und Kohle verdient. So, Zeitbonus 0. Gut. Haben wir das. Nee, speichern. Mal hier nach. Eine SMS. Ich glaube, wir machen gleich noch hier die Buggy-Mission. Meine Waffe. Dann haben wir wieder zwei Schmugglermissionen gemacht. You just sit on that radio all day? I just got a tip-off. The Salvadorians found out about a drop we're getting near the docks. You gotta get there. Quick, T, or we're gonna lose the package. Oh, when are these clowns gonna get the message? Yeah. Muss also als erstes das Paket erreichen. Schnappen und vor den Schmugglern wieder abhauen. Scheiße, das schaffe ich nicht. I lost the package. They're going down. Okay, das kriegen wir wohin, die Schmuggler auszuschalten. I wish I could say the same for my visitors. In den Buggy einsteigen und ab hier. Weg hier. Schnell. Bevor noch mehr Schmuggler auftauchen. Für die habe ich keinen Bock, weil ich die dann wieder erledigen muss. So, wir können hier mit dem Buggy zum Glück durchs Gelände durch.
Ist kein Problem für das Teil. Zack. Mission geschafft. Okay. Dann hätten wir mal wieder zwei Schmuggler-Missionen abgeschlossen. Eine mit dem Flugzeug, eine mit dem Buggy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann im nächsten Video machen wir weiter. Entweder Schmuggler oder mal eine andere Mission. Ich werde mal schauen. Bis dann, ne? Ciao. Kann's aber nicht. Okay, ich... Ah, na super. Okay.